Alter, was geht ab, Leute, hier? Der Post zu Tatis Foodtruck ist am Start. Nico war schon direkt geschrieben in die Gruppe, Alter. Der Hype ist am Start. Oh yes! Das ist übrigens die Influencerin. Sorry, das war gerade der Kollege. Kurzes Themenwechsel. Ich habe ja ein Fotoshoot fürs Wochenende geplant. Die zwei Mädels-Influencerinnen sind aber noch am Planen. Also das wird noch zwischen Samstag und Sonntag die ganze Zeit rumgeschaut und rumgeschoben. Und ja, ich muss aber auch noch den Kollegen, den Fotografen abchecken, ob der überhaupt Zeit hat. Zum Glück hat er geschrieben, lässt sich bestimmt einrichten. Keine Faxen, kein gar nichts. Er so, yo, ich schreib dir heute Abend, aber lässt sich bestimmt einrichten. Zack, fertig. So muss sein, Mann. Schwör ich. Wenn ich auch noch mich an ihn richten müsste, nach ihm richten müsste und da dann drei Leute unterbringen müsste und da schauen müsste, das wäre schlimm. Aber perfekte Antwort, so wie ich es erwarte, so wie ich es machen werde, so wie ich es immer mache. Flexibel sein, einfach sagen, lässt sich bestimmt einrichten. Beste Einstellung, Leute, echt beste. So arbeitet man gerne mit Leuten zusammen. Stell dir vor, er würde jetzt sagen, ja, nee, boah, du musst Termin machen, ich kann erst Punkt, Punkt, Punkt und da um die Zeit nur dies, das. Ciao, direkt weg damit. Aber nein, er sagt einfach, ja, lässt sich bestimmt einrichten. Perfekt. Zurück zu Tati, Alter. So, das waren die von letzter Woche. In Love with Munich. Sind drei, vier Freundinnen, die den Account zusammen betreiben. Ich habe ja mit denen gequatscht, und also mit einer zumindest. Oha. Hatten die nicht schon die 10.000 geknackt? Weil ich dachte, die hätten schon die 10.000 geknackt. 9.000 haben die mittlerweile. Ich weiß gar nicht, ob irgendwie ein paar Accounts gelöscht wurden oder so. Aber ja, hatte ja mit denen gequatscht. Dann meinte sie, sie alleine würde das niemals schaffen, das alles zu machen. Deswegen hat sie noch ein paar Freunde, mit denen sie das macht, Freundinnen. Und ja, wie gesagt, eine Woche später, übrigens den Burger will ich eigentlich auch abchecken. Da hat die letztens Werbung für diesen Burger gemacht, der soll krass sein. Und das Tati's Food Truck, Alter, yes! Da haben wir sie letzte Woche hingeführt. Oh yes! Hat sie Ton? Ohoho! Fresh, Alter, fresh! Unbelegt, wirklich gesagt noch. Tati ANS, unterstrich Serviversum. Möchtest du auch probieren? 90% schreiben ja! Sabber Smiley, perfekt. So muss sein. So muss sein. Kuss geht raus an In Love with Munich. Und ja, das war's auch schon mit der Einführung. Lange Einführung. Was kann ich noch sagen? Gewinnspiel natürlich läuft immer noch. Meldet sich an für 20.000. Nicht nur, also der erste kriegt 20.000 Dollar in DFI bei Cake. Gewinnspiel, zweijähriges Jubiläum. Aber es gibt Gewinne bis zum 10. Platz. Und Cake ist relativ klein, also so viele Leute machen nicht mit, also ich will es nicht überhypen, aber man hat eigentlich echt gute Chancen, da was mitzunehmen. Eigentlich sollte ich es euch echt nicht erzählen, das verringert echt meine Chancen, Mann. Jo, was geht, Leute? Kleiner Zeitsprung, bisschen was erledigt habe ich. Wir haben uns endlich auf einen Termin geeinigt, Sonntag ist das, also Sonntag Fotoshoot mit den Mädels und dem Fotografen. Und jetzt treffe ich mich mit einem Zuschauer. Oder Ex-Zuschauer, ich weiß nicht, wie aktuell er noch schaut. Hat mich random heute angeschrieben, also yo Hong. Ich kenne euch noch früher von Yu-Gi-Oh! Und so, dies, das. Und ich will mich jetzt ein bisschen in investieren, Bitcoin, sowas einarbeiten und vielleicht magst du dich mal treffen und mir ein paar Sachen erklären. Und ich gebe dir auch einen aus, je nachdem, was wir jetzt essen. Und ich so, ja, Digga, kein Problem. Ich brauche immer Videomaterial und voll cool hier der Laden hier. Also der Spot, nicht der Laden. Und ja, wieso nicht? Bisschen Videomaterial, jemanden Bitcoin näher bringen. Vielleicht investiert ihr dann. Referral-Programm, benutzt meine Links. 1% bekomme ich. Schauen wir mal. Krass. Echt cooler Ort hier, Mann. Hier mit dem hier. Gießwasser kann man entnehmen für die Pflanzen hier. Die Telefonzelle, das Teil. Der hier ist Pogostop Hotspot, Mann.
Achso, ja, alter Ex-Yu-Gi-Oh-Spieler, wie gesagt. Die Yu-Gi-Oh-Leute, die uns von früher kannten, sind echt chillig drauf. Die so, yo, damals geschaut, wisst ihr noch, Ants die ganze Zeit und so. Ich weiß nicht, was das da ist, aber das sieht echt cool aus. So richtig coole Location, richtig gut zum Chillen. Und die drehen da auch irgendein Video, irgendein Interview oder so. Echt interessant, ich muss mal abchecken, was das hier ist. Schaut so, richtig geil. Unter der Brücke. Echt eine kranke Location. Okay, den Laden kenne ich auch. Ich wusste nicht, dass er genau hier ist. Das ist so eine Art Baumhaus. Auch richtig geil. So, ganz saftig gegessen. Ich habe dem Kollegen gesagt, yo, ich komme gleich wieder. Ich muss ganz kurz was drehen. Da ist der Kollege. Bisschen über Yu-Gi-Oh! Gelabert, ist das paar seiner Fragen. Er hat mich zu einem Griechen gebracht, wie gesagt, er hat mich da eingeladen und ich habe letztens Kai Pflaume gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr mir glaubt oder nicht, aber ich habe ihn echt gesehen. Der war beim Friseur und da hat sich jetzt jemand oder zwei dazu gesetzt, also nicht zu uns gesetzt, aber zum Griechen. Das ist diese Nadine und dieser Frank, von beides so Funkkanäle. Frank, dieser von der Die Frage oder so und Nadine von dieser Puls-Reportage, wo KuchenTV die voll hart gedisst hat. Genau. Ich habe schon ein paar Mal hintergeschaut. Sie hat mich einmal erwischt, wie ich sie abgecheckt habe. Und ja, genau, die chillen da jetzt. Krass. So, verabschiedet vom Kollegen. Also ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und so. Da habe ich ihm auch gesagt, hey, echt kein Problem, weil das sind 1,5 Stunden von meinem Leben jetzt gewesen, was halt nichts ist. Und dieses Gespräch, diese Einfügung in Bitcoin, das kann halt sein Leben verändern. Wisst ihr, was ich meine? Wie es halt mein Leben verändert hat und hoffentlich das Leben von den anderen. Es ist halt echt lebensverändernd. Das ist, hat so einen großen Einfluss. Und wenn ich jetzt eine Stunde von meinem Leben dafür opfern muss, dafür eintauschen muss, das ist halt echt kein Problem. Wenn ich da irgendjemanden da mit ins Boot holen kann. Und jetzt nicht nur wegen dem Link und dem Referral und dem bisschen Plus, sondern echt, weil diese kleine Geste sein Leben verändern kann. Klingt dumm, klingt komisch, aber ist halt so. Ja, das habe ich aber auch. Ich habe einen Kumpel von mir, der ist Anwalt. Ja. Yeah. Und der hat mir auch meinen Mietvertrag gemacht. Ja. Yeah. Und da kann ich, warte, ich schau mal da ganz kurz rein. Ja, gönn dir. Ja. Ist der nächste Morgen, Leute. Ich geh mir erstmal saftig Kaffee, ist du da? Themenwechsel, habe ich gestern mit diesem Zuschauer getroffen, der ein bisschen über Bitcoin dies das erfahren wollte, aber im Grunde genommen hat er gar nicht viel gefragt, deswegen ändern wir das ganze Thema von dem Video, von dem Vlog auf Instagram und Influencer. Also wir sprechen jetzt alles, machen unseren ersten Vertrag für Influencer. Also ich habe jetzt die Vorlagen genommen, wo ich selber als Influencer gebucht wurde und darauf bauen wir jetzt unseren Vertrag auf, für die jetzt am Sonntag. Das war saftig, dieses Sandwich. Also bei mir, ich habe schon mal von dem anderen, also das ist eine Kette, anderen Standort das gegessen, hat mich überhaupt nicht überzeugt. Aber der auf einmal war anders krass. Der war echt heftig. Vielleicht weil die brandneu sind und sich noch Mühe geben, wer weiß. Ein Kollege setzt den Vertrag auf für die zwei Influencerinnen. Haben wir alles besprochen, was man unbedingt drin haben will. Vor allem so Video- und Bildrechte. Das andere war so diese Standardklauseln, die, glaube ich, immer drin sind. Die man aber einfach nur zur Absicherung braucht. Und dann schauen wir mal, ob dieses ganze Instagram-Zeugs, Influencer-Zeugs funktionieren wird. Tati hat sich über seinen Post gefreut, also dass die In Love with Munich da ein bisschen was über ihn gepostet haben und hoffentlich bringt das was, aber es scheint auch ohne zu laufen bei ihm. Also er hat von gestern gepostet, also von Donnerstag, da hat er ja einen neuen Standort in Nymphenburg irgendwie und da hat er ein Video gepostet, da lief es nicht schlecht. Freut mich für ihn, fette Schlange. Und jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass es bei uns ein bisschen läuft. Also das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, gebt gerne Like, Kommentar, Abo. Checkt die Views ab. Folgt uns auf Instagram und Twitch. Heute kein Stream. Chong Banks kann nicht. Hat abgesagt. Und ihr wisst, der Stream steht und fällt mit Chong Banks. Aber trotzdem in Cashflow. Und Bitcoin und DeFi investieren. Das war's von uns, Leute. Ciao und serious business.